Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Wir sind immer noch bei der Quest von der Flora und wir müssen jetzt unserer Koboldfreundin da, der Glornesh, ein bisschen das Dichterherz, sag ich mal, erstrahlen lassen. Na, sie muss dichten können und dafür müssen wir zum Bartenfriedhof gehen. Hier denke ich mal, hier hinten ist irgendwo. Maybe? I don't know. Das ist natürlich die Frage, wie ich zum Bartenfriedhof überhaupt komme. Das sieht mir doch schwer danach aus, dass es hier durchgeht. Arschheim. Ja gut, also die Namen sind schon sensationell hier. Von allem. Oh Gott. Okay. Hier noch ein bisschen Geld. Ja. Ich habe immer das Gefühl, es schreit jemand. Dabei ist es dieses Pferde, die Pferdestatue. Pferdestatue, Pferdetruhe, Entschuldigung. Was ist hier los? Oh, ei. Na? Noch mehr. Ey, sag mal. Geht's doch? Noch mehr. Riesenkrabbe. Mach kaputt den Kollegen hier. Das ist gut, springen die alle meinen Pilzgefährten an. Dann kann er furzen und sie provozieren. Oh, money, money. Aber ich bin am falschen Ort. Das ist nicht der Ort, an dem ich sein sollte. Huh. Das ist natürlich doof. Dann gehen wir wieder zurück. Wo muss ich denn durch? Hä? Ah! Lol. Ja, okay. Hab verstanden, was ich falsch gemacht habe. Hab's verstanden. Okay. Kann ich das mitnehmen? Nee. Schade. Hier ist die Munition auch voll. Hier so eine Truhe. Alle hopp. Kann ich das kaputt machen? Nee. Geht nicht. Gut, dann halt nicht. Da nach hinten muss ich gehen. Ach, lol. Oh, wie blöd kann man sein. So, hier durch. Und rein. Oh. Okay. Glückswürfel. Ja, gut, also so viel Glück war das jetzt auch wieder nicht. Da war ja gar nichts Gescheites drin. Komm mal her, Zombie-Bade. Hey. Geh mal kaputt hier. Soll ich so etwa sterben? Durch einen Furz? Durch einen Furz, ja. Kannst du schon. Du hast es geschafft. Kehrst du mir zurück, dann machen wir aus dieser ungewöhnlich attraktiven, gepunkteten Koboldin eine Dichterin. Okay. Meine Güte. Was? Nein. Ich meine, für eine Koboldin. Sei nicht so voreingenommen. Ja, hier, bitte. Die Tat ist vollbracht. Aber ist unsere Koboldin der Aufgabe gewachsen? Sie ist nicht mehr gepunktet. Nun, ich werde diese poetische Essenz einfach so in die Wasserversorgung einführen. Und was passiert jetzt? Oh, Glornesh, hast du mir etwas zu sagen? Auch wenn ich ein Tölpel bin, raubt deine Schönheit mir den Sinn. Ich hoffe, du erhörst mich bald, denn ohne dich ist mein Herz so kalt. Was? Nein, komm schon. Das ist... Oh Mann, du bist albern, meine Güte. Oh, richtig. Hol Alma her, ja? Okay, dann holen wir Alma. Hallo. Ja. Glückwunsch, wir haben eine gepunktete Kobolddichterin gefunden. Was? Wirklich? Oh, Entschuldigung. Das muss ich sehen. Ja, komm mal mit. Pilzgefährde, geh mal weg da. Gepunktet ist sie nicht mehr. Jemand, der Felder bestellt. Doch ihre Augen
sind nicht von dieser Welt. Sie schuftet wie ein Tier. Wie gern wäre ich nur bei ihr. Ich will verdammt sein. Sie hat es wirklich getan. Das ist wirklich beeindruckend. Hey, wie hast du das gemacht? Dafür muss man doch sicher, nun ja, schlauer sein, als ich Armen zutrauen würde. Erzählst du es mir? Bei einem Getränk? Was? Oh nein, danke. Kein Interesse. Ich habe mich mit Glornesh hier verlobt. Mit der Koboldin? What the fuck? Sie ist stärker als du und sieht doppelt so gut aus. Geh und brau dir einen Liebestrank, um dir deinen eigenen Kobold zu fangen. Was? Du warst es? Weißt du, wer ich... Was ich... Ah! Well... Kannst du mir vielleicht kurz dein Ohr leihen? That escalated quickly. Ich kann mich kaum entscheiden. Ich weiß, es mag dir seltsam vorkommen, aber die Alchemistin war nicht die richtige für mich. Glornesh hier sieht in meine Seele. Wir sind füreinander bestimmt. Und das verdanke ich nur dir. Es gibt kein größeres Geschenk als die Liebe. Aber vielleicht beruhigt das dein wanderndes Herz trotzdem. Danke. Wurde ich verhext? Oder ist das Magie? Ich hoffe, unser gemeinsames Leben endet nie. Glornesh, möchtest du mein Schlafzimmer sehen? Ich dachte schon, du fragst nie. Okay. Gut. Na dann, viel Spaß euch bei was auch immer ihr vorhabt. Der Kobold-Schreck ist schlechter als das, was ich habe. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich gerade sagen soll. Ich bin ein bisschen baff. Alter Obelisk. Guck mal, Kampagnenherausforderung. Okay. Schnellreise. Nach Prachthof. Komm, wir gehen mal zurück nach Prachthof. Vielleicht können wir dort noch das ein oder andere machen. Geld habe ich ja wieder einiges. Vielleicht können wir was Cooles kaufen. Maybe, I don't know. Ah, da geht's zum Tor der Königin zurück. Okay. Cool. Geh mal hier zum zu den Waffenkästen oder was auch immer. Ich habe 30 Sachen im Rucksack. Ah, guck mal, ich kann ja alles verkaufen hier. Alles weg, komm. Wo ist das, was ich ausgerüstet habe? Ah, hier unten. Gut, okay. 20.000 habe ich jetzt wieder. Nice. Noch 2 Minuten ist dieser Ring verfügbar. Gefährtenschaden geht hoch und kritischer Trefferschaden. Was habe ich für einen Ring ausgerüstet? Dunkelmagie-Effizienz und Action-Skill-Dauer und Nahkampfschaden geht hoch. Ja, behalte ich mal. Was ist mit dem dritten Waffenslot? Ich weiß immer noch nicht, wann ich den freischalten kann. Das hier ist... maximale Schutzkapazität, Gefährtenschaden. Nee. Okay, das ist nix. Vielleicht hier was? Oh, ein vermaledeiter Kunde. Den hab ich doch erst gerade verkauft. Hm. Munition auffüllen. Okay, haben wir irgendwas hier noch in Prachthof, wo wir eine Quest oder so annehmen können? Maybe? Irgendwas? Nein? Gar nichts? Huh. Gehen wir mal da in die Schenke oder ins Gasthaus. Hier, Lizzie's, Fizzy's. Hier ist nichts Neues, schade. Hallo, Lizzie. Wenn du hungrig bist, wir haben Kekse und Eiscreme.
Da fällt mir gerade auf, dass ich hier in der Stadt noch nie Gemüse gesehen habe. What? Du hast noch nie Gemüse gesehen? Warte mal. Ja, hier! Hier ist doch Gemüse. Du musst doch nur aus deinem scheiß Lokal rauslaufen, dann siehst du Gemüse, Lizzie. Sag mal, was ist denn dein scheiß Problem? Erschießen kann ich sie auch nicht. Ach, du bist ein dummes Mädchen. Naja. Hier ist empty, okay. Objekte lagern. Wie viel kann ich hier lagern? 20 Sachen nur, okay. Seid mal hier, aber ich habe wieder ein paar neue Sachen freigeschaltet, oder? Rüstungsmuster. Trockene Hitze. Ich weiß immer noch nicht, was... Ich sehe hier keine großen Unterschiede, ne? Also ja, die Muster, aber... Skalden Himmelsblau war die Farbe. Ah, hier kann ich... Ah, okay. Das sieht geil aus. Leder. Rangarost. Hier. Das sieht doch geil aus. Die Meeresluft. Wie sind denn Nasen? Ja, die Meeresluft. Mach mal auf hier. Hier auch. Hier wird alles mitgenommen. Ganze Geld. Bin ja immerhin der Held von dem Dorf hier. Also kann ich auch alles mitnehmen. Sehe ich jetzt einfach mal als Belohnung für meine heldenhaften Taten an. Oh. Hier ist noch mehr. Perfekt. Gut. Geht's ja noch ein Stockwerk nach oben? Ja. Vielleicht ist ja da oben irgendwie noch ein Glückswürfel versteckt? Ne, wie komme ich denn da hoch? Hier. Hier komme ich hoch. Guck mal, hier sind noch mehr Geld. Sehr gut, sehr gut. Glückswürfel, hello. Oh, ich traue diesem Stubbel von Stubbelbubbel nicht. Angeblich produzieren sie nur ungesüßte Limo. Aber meine Spione am Hafen haben beobachtet, wie eine Ladung Sassafras gelöscht wurde. Und sie landete ganz sicher nicht in meinen Fässern. Das gefällt mir nicht. Der Limomarkt gehört Isabel Blutzahn. Und wenn Stubbel glaubt, dass er an ihren Flaschen rütteln kann, werden wir ja sehen, wessen Verschlüsse platzen. Ja, okay. Ich habe einen Glückswürfel gefunden. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Ja. Money, money. Und was haben wir hier? Naja. Nicht wirklich was Besonderes, ha? Aber ich lag mit meiner Vermutung richtig, dass ein Glückswürfel hier oben ist. Ich bin halt einfach Gamer durch und durch. Naja, wir gehen jetzt mal raus. Vielleicht finden wir ja noch mehr Glückswürfel. Da geht's wieder in die Oberwelt. Können wir noch ein bisschen Geld sammeln. Man kann nie genug haben in Borderlands Spielen. Was haben wir denn hier Schönes? Zeig mal her. Geld brauche ich. So. Noch mehr bitte. Die Dinger kann ich nicht kaputt machen, okay? Ist vielleicht hier oben ein Glückswürfel? Nein? Vielleicht ist das... Da drin ist einer. Aber wie mache ich das auf? Wie mache ich das auf? Wie mache ich die Tür auf? Ich weiß es nicht. I don't know. Was übersehe ich? Muss ich da einen abknallen? Beziehungsweise alle? Kritisch, super. Oh, es ist aufgegangen, das Tor. LOL. Tatsächlich. Sehr geil. Der Glücksfaktor steigt. Ja, der Glücksfaktor hat immer zu steigen.
Okay. Sehr gut. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich, dass es tatsächlich das ist, was ich vermutet habe. Aber okay. I'll take it. Ring. Nein. Hier. Rüstung. Nee. Also Schild, besser gesagt. Das ist Rüstung. Das ist gar nichts. Magie will ich nicht wechseln. Gut. Dann, muss jetzt noch mal da zu den Waffenkästen oder was auch immer. Und mein Zeug noch mal verkaufen gehen. Warte mal, hier hinten ist doch sicher auch irgendwo so ein Würfel versteckt, oder? Muss fast. Mach mal den ganzen Scheiß hier kaputt. Ah, eine Waffe. Gibt Geld, auch gut. Hier leuchtet es so. Ah, es sind Kerzen. Okay. Vielleicht hier drin einer? Ne, hier ist es. Das ist, stinkender Fisch. Ist auch was. Ist besser als nix, oder? Ich würde gerne nochmal so einen Würfel finden. Damit ich mein Zeugs, verticken kann. Das, schadet tatsächlich nie. Was ist hier? Ah, es ist wieder das Gasthaus, okay. Geld mitnehmen, danke. Oh. Was ist das da? Du hast einen Schusser gefunden. Du erinnerst dich doch noch daran, was damit zu tun ist, oder? Ich nämlich nicht. Ich auch nicht. Eldon möchte ein Held werden. Albern. Leuten zu helfen, die einen mit Heu... Moment mal. Freischalten. Gabeln verfolgen, weil man aus Versehen und ohne Absicht was kaputt gemacht hat. Er gibt keinen Sinn für mich. Aber er ist so begeistert davon, dass ich nichts sage. Er ist süß, wenn er aufgeregt ist. Hm, schön. Kann man, Schade, kann man nicht Türen selber aufmachen. Das wäre natürlich ein cooles Feature. Aber das geht leider nicht. Das habe ich zu akzeptieren. Naja. Ein Glückswürfel wäre dennoch noch schön zu finden. Was ich jetzt aber auf jeden Fall mache, ist, das Geld hier nochmal mitnehmen. Und jetzt muss ich da die Waffen... Schränke nochmal finden. Da hinten. Waffenautomaten, Entschuldigung. Hier hinten. Und dann kann ich schnell alles verkaufen. Gut. 13 Minuten. Was ist das jetzt? Tauge nichts der Nerven. Oh, shit. Okay. Oh! 11.000 kostet es. Ist gekauft, auch wenn ich erst kürzlich das andere gekauft habe. Kobold der heulenden Himmel. Okay, da ist meine Waffe besser. Ausrüsten. So, das andere kann ich wieder verkaufen. Was 134 gibt es noch. Wow. Das ist nix. Das ist auch nix. Okay. Na dann begeben wir uns in Richtung, in die richtige Richtung. Bin ich jetzt hier wieder? Kann ich hier, kann ich da hoch? Komm schon. Ach, geht doch. Sehr gut. Jetzt könnte es aber ein bisschen knifflig werden, oder? Schaffst du das? Oh, gut gemacht. Gut gemacht. Okay. Das Kastanientor. Das ist jetzt ein Checkpoint hier, oder? Benutzen. Ah ne, das ist für Schnellreisen. Ja, dann gehen wir doch mal in die Oberwelt zurück. Und dann sind wir hier. Sehr schön. War ich hier nicht schon mal? Ne, da hinten ist noch so eine Quest. Gut, aber das machen wir morgen. Für heute ist nämlich erstmal Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich beim Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.